Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Harms. Ms. Harms, on behalf of the Green Group. Sehr geehrte Frau Premierministerin, Sie haben das ja wahrscheinlich schon verstanden, die Diskussion heute hier, die kreist einerseits um die Sorgen um das, was in Polen passiert, um Rechtsstaatlichkeit in Polen. Aber hinter dieser Debatte spüren Sie sicher auch die Sorgen um die Europäische Union insgesamt. Nicht funktionierende Rechtsstaatlichkeit, kein Respekt vor dem Rechtsstaat, das würde bedeuten, dass in der EU wenig geht. Der Binnenmarkt, die ganze europäische Gesetzgebung, die Garantie für die Grundfreiheiten, nichts geht in Europa, wenn wir nicht den Respekt vor Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten. Ich finde richtig, dass Sie uns noch mal erinnert haben an die Bedeutung, die Rolle der polnischen Nation in der Europäischen Union, auch gerade für die Werdung der Europäischen Union, so wie sie heute ist. Und als deutsche Europapolitikerin möchte ich ausdrücklich all den Stimmen widersprechen, die in den letzten Wochen laut geworden sind und die gesagt haben, aufgehängt an der Diskussion über Gesetzgebung ihrer Regierung, ist es überhaupt richtig gewesen, die Polen und die anderen ost- und zentraleuropäischen Staaten in die EU aufzunehmen? Waren die reif dafür? Ich bin da komplett anderer Auffassung und weiß sehr genau, dass wir dem Kampf der Polen, der in meiner persönlichen Zeitrechnung in diesem magischen August 1980 in meinem Leben begonnen hat, eine Rolle zu spielen, dass wir diesen Kampf der Polen nicht nur Freiheit und Demokratie für Polen, sondern einen ungeheuren Zugewinn für Demokratie und Stabilität und Sicherheit in der ganzen Europäischen Union verdanken. Aber weil ich genau das so sehr schätze und zu bewerten weiß, fällt es mir so schwer, mir vorzustellen, dass das alles wahr ist, was ich über die Entwicklung in Warschau, seit Sie die Regierung übernommen haben, was ich alles darüber höre, und zwar nicht von Scharfmachern, sondern von Bürgern Polens, die uns das erzählen. Das sind auch nicht nur parteipolitische Konkurrenten von Ihnen, und ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich Mateusz Kwiatkowski hier begrüßen, der für KOT heute nach Straßburg gereist ist und der für die weitere Debatte eben auch eine wichtige Position vertritt. Meine Damen und Herren, I'm sure to hear from ich him. Finde, dass Guy Verhofstadt die Probleme in der Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit richtig beschrieben hat. Es geht nicht nur um Personalentscheidungen. Es geht um den Eindruck, dass eine Regierungsmehrheit zu einem Diktat greift und nicht mehr die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition sucht. Über Nacht haben Sie bestimmte Entscheidungen getroffen, die man normalerweise länger diskutiert. Meine Fraktion ist ausdrücklich dafür, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus, den wir uns aus Erfahrungen mit Ungarn gegeben haben, dass der genutzt wird und dass geprüft wird. Über Konsequenzen würden wir allerdings gerne am Ende der Debatte entscheiden und nicht, wie einige deutsche Kollegen das getan haben, schon jetzt Sanktionen diskutieren. Was uns auch besorgt, ist die Frage eines möglichen Selektivs. Wir waren als grüne Fraktion immer der Auffassung, dass wir Instrumente brauchen, um Rechtsstaatlichkeit zu prüfen und zu versuchen, das zu garantieren, weil das die Europäische Union ja im Kern zusammenhängt. Aber was uns nicht behagt, ist der Eindruck, dass parteipolitische Interessen manchmal schützen, wenn man mehr vorgehen müsste gegen Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit. Deswegen würden wir uns wünschen, dass die Debatte um die Kopenhagen-Kommission, eine Beratungskommission für die Europäische Kommission, die auch die gegen die Selektivität rüstet, dass diese Debatte fortgesetzt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.